erfolgreichen Kanal. Viel Spaß! Bitte abonnieren Sie den Kanal für weitere Informationen. Warum? Helene Fischer hat alle verlassen, was hat Florian Silbereisen geweint? Helene Fischer verließ alle, einschließlich Florian Silbereisen, für das, was sie wahre Liebe nennt. Vielleicht ist es das tatsächlich, aber die Zeit wird zeigen, was am realsten ist. Denn keine Liebe kann die Zeit schlagen. Kürzlich musste sich Helene Fischer einer Psychotherapie unterziehen, weil sie sich in einem sehr instabilen Zustand befindet. Helene Fischer hört nicht auf, wie wahnsinnig zu schreien und Dinge zu zertrümmern. Als sie in aller Ruhe Hypnose durchführte, erfuhr sie, dass Helene Fischer ihren Mann mit ihrer besten Freundin im Bett gesehen hatte. Ein riesiger Schock machte sie unfähig, ihr 7 Monate altes Baby zu halten. Dadurch wird der Zustand noch schlimmer. Und der Ehemann von Helene Fischer kümmert sich überhaupt nicht um Helene Fischer. Stellen Sie nur alle Annehmlichkeiten bereit, damit Helene Fischer so schnell wie möglich heilen kann. Aber er wusste nicht, dass Helene Fischers Heilmittel da war. Der Verräter leidet unter dem Verrat anderer. Die Zeitung hat sich umgedreht. Der schönste Ort ist der, an dem wir noch nie waren. Die beste Erinnerung ist die, die nicht wiederkehrt. Die schönste Straße ist die, die wir nur in der Eile erleben und uns dann zurücklehnen und zurückblicken und es plötzlich bereuen, der Ansturm, dieses Gold. 9 Jahre sind nicht lang, aber der schönste Weg im Leben von Helene Fischer. Helene Fischer ruft immer wieder den Namen von Florian Silbereisen und erinnert sich an diese alte Erinnerung. Wie erbärmlich für einen Sänger, der vor Tausenden von Fans berühmt wurde. Der Glanz strahlt nicht mehr auf Helene Fischer, es bleiben nur dunkle Schatten. Viele Emotionen bei Helene Fischer lassen sich nicht mehr in Worte fassen. Nie zuvor hat Helene Fischer ihr Leben als solchen Witz empfunden. Sogar sie selbst stürzte dummerweise herein, um die Leute zum Scherzen zu bringen. Helene Fischer wollte Selbstmord begehen, aber Thomas Seitel kehrte rechtzeitig zurück, um es herauszufinden. Das Mädchen Thomas Seitel zu sehen, tat auch weh, aber es kam nur aus Sympathie. Aber ich kann eine Frau wie Helene Fischer nicht lieben. Menschen, die uns wirklich ins Herz geschlossen haben, brauchen ihre Wünsche nicht zu wiederholen oder zu äußern, schon ein einziger Blick genügt, um sie im Gedächtnis zu behalten. Doch aus den Augen von Thomas Seitel sieht Helene Fischer die Liebe von damals nicht mehr. Helene Fischer ist fassungslos über diese harte Wahrheit, aber das Leben zwang Helene Fischer zu leben, vielleicht ist das der Preis von Helene Fischer. Danke, wünsche dir ein neues Jahr voller Gesundheit und Erfolg in Beruf und Familie, liebe dich so sehr, bitte abonniere meinen Kanal.